Hallo und herzlich willkommen auf der Wild West 16-fach zu dieser neuen Folge. Wir sind immer noch mitten im Oktober, beziehungsweise eigentlich am Anfang des Oktobers und werden uns jetzt weiterhin um die unterschiedlichsten Aufgaben hier kümmern dürfen. Grasernte ist nach wie vor ein Thema. Wir brauchen dringend mehr Input für unseren Fermenter. Deswegen sind hier einige von den kleinen Traktoren auch extra dafür abgestellt, damit es da weiter vorangeht. Gemäht haben wir, glaube ich, ganz ordentlich. So, die 80 haben wir fertig. Dann kommt jetzt die 79. Stopp. Was ist hier los? 79, laden. So. So, und bevor wir jetzt hier allzu tief einsteigen, werde ich als erstes mal etwas überprüfen, worauf ich jetzt mehrfach in den Kommentaren hingewiesen worden bin, nämlich dass meine Wegpunkte irgendwie nicht funktionieren bzw. falsch benannt sind. Wir schauen mal. Feld 11 Weizen ist Feld 11. Feld 8 Hanf ist Feld 8. Feld 7 Cranberry ist Feld 7. Okay, also ich glaube, das ist eine Finte gewesen, weil das passt eigentlich alles. Feld 10 Gerste, Feld 8. Ja, da brauchen wir also nichts ändern. Wunderbar. Und dann gucken wir mal durch. Also, wie sieht es hier aus? Wir mähen hier. Wunderbar. Der Fortschritt fährt die Cranberries noch zurück. Und hier wird fleißig weiter Rüben geerntet. Wir haben inzwischen... Wie viele Abfahrer haben wir denn an der Rübenernte? 2... 3... Ja, 3 aktuell. Der wird dann unser vierter, sobald er das Krautschlagen beendet hat. Das wird aber tatsächlich noch einen Moment dauern. 3 Stunden, 19 Minuten noch. Absolut episch. Dann müssen wir hier Steine sammeln. Der ist inzwischen angekommen. Ah ja, wir haben die 90.000. Das ist also entsprechend verkauft worden. Zurück zum Sägewerk. So, wer sollte aufgetankt werden? Ja, du bist ja gleich fertig. Muss entladen werden. Ah, der hat tatsächlich auch noch gut zu tun. Ist auch schon wieder komplett voll. Wie viel Cranberries haben wir inzwischen? Schauen wir mal. Ja, ungefähr die Hälfte hat er. Also wären das wieder so 400 und ein paar tausend. Gut, sehr schön. So, beim letzten Mal sind wir wie folgt auseinandergegangen. Wir brauchen Eier. Hier ist unsere schöne kleine Kuhweide. Und wir wollten hier den Hühnerstall hinsetzen. Dafür brauchen wir, glaube ich, 100.000. Und deswegen verkaufen wir das Holz. Das war, meine ich, am Ende der letzten Aufnahmesession die entsprechende Idee. So, Tiere, Hühner. Ich meine, wir haben gesagt, wir nehmen den von Fett. Wo war da nochmal der Unterschied? So, das ist speziell irgendwie... Ne, wir wollten, glaube ich, den hier, ne? Genau. 1000 Stück. Das ist ja hier Chicken Barn Big Mod. Okay. Das wäre wieder so ein ganz kleiner nur. Da müssten wir den Zaun dann selber ziehen. Das ist ein bisschen anstrengend. Und 6000. Ja gut, aber es ist so ein Hühnerstall, ne? Theoretisch ist es ein Zaun drumherum. Wir nehmen den hier. 140.000 müssen wir dafür sammeln. Und den setzen wir dann irgendwie hier so. Müssen wir mal gucken. So vielleicht hier so hin. Ein bisschen näher ran. Irgendwie so. Irgendwie so werden wir das machen. Das heißt, hier müssen erstmal diese Bäume weg. Haben wir noch... Tja... Das macht eigentlich keinen Sinn. Ne, wir haben gerade keinen Trecker über dafür. Aber die sind ja dann hier demnächst fertig, dann kriegen wir das hin. So, gibt's Schnäppchen.
Gar nicht schlecht. 59,4 Kubikmeter, das ist schon der Hammer. Ja, ich mag die Bedruckung nicht so gerne. Um ehrlich zu sein. Ansonsten ist der Preis nicht schlecht. Was ist das hier? Kleiner Grupper. Okay. Hier haben wir das große Garantfass, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Dafür brauchen wir aber erstmal unsere Biogasanlage. Die kleine Biogasanlage mit 100 kW kostet 435.000. Haben wir auch nicht. Müssen wir auch noch warten. So, wo ist denn unser Kollege hier? Also, das läuft. Wie erwartet, sind die ersten Bahnen immer so ein bisschen komplexer. Und ab dem Moment, wo der Abfahrer hier sauber fahren kann, klappt das eigentlich ganz, ganz wunderbar. Der müsste immer noch, befürchte ich, im Vorgewende sein. Er soll ja 5 Bahnen machen. 1, 2, 3. Das ist dann meiner Meinung nach die vierte. Eine macht er dann noch. Und dann wird es spannend, wo er aufsetzt. Ich hoffe irgendwo hier in der Ecke, weil wir das Kraut noch nicht überall geschlagen haben. Müssen wir mal schauen. Hier ist es natürlich extrem effektiv jetzt. Der Rübenruder selber ist leer. Er fährt jetzt weiter. Hat den kleinen internen Speicher, der ist nicht groß. Nur 6000. Das reicht aber eigentlich aus für die Kurvenfahrten bzw. für den Wechsel des Abfahrers. Sagte er und war verwirrt. Ich merke gerade, ich habe gar keine Musik an. Muss ich gleich nochmal machen. Eine Sekunde. Ja, da bin ich wieder. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich die Musik weiter im Hintergrund laufen lassen soll oder nicht. Das können wir uns ja dann gerne überlegen. Was immer so ein bisschen schwierig mit der Abmischung. Irgendwie 5% mehr Lautstärke und die Musik ist zu laut, 5% weniger und man hört sie gar nicht mehr. Ja, hier wieder super, ne? Also hier ist diese kleine Kurve. Das wird ja nachher weggemacht hier von uns. Die ganze Seite von den Treckern ist komplett zerkratzt. Ja, es wird ihm dann zu eng. Jetzt wird spannend, ob es ausreicht, dass er hier rumfährt. Das ganze Gestrüpp im Weg hier. Ja, müsste aber locker passen. Oh, er kommt schon hinterher. So, und jetzt holt er sich noch einen Detscher ab. Und jetzt müsste das gleich funktionieren. Ja, wunderbar. Eine Augenweide. Und in 6 Stunden 54 Minuten sind wir damit auch schon durch. Unglaublich, absolut unglaublich. So, Arbeit beendet. Dann springen wir mal. Sehr schön. Jetzt ist mir das doch irgendwie noch ein bisschen laut hier. So müsste das hoffentlich ein bisschen besser sein. So, also, ab zu Hof parken. Tanken können wir ja ab da. Werkstatt haben wir dann da auch. Ja, der CT holt hier rum jedes Mal. Jetzt reicht's mir. Jetzt fahren wir den einmal reparieren. Ist da noch mehr? Also, er hat doch noch ein Drittel. Och nee. Dann nehmen wir da wenigstens noch die Cranberries von hier mit. Dann fahren wir das mal von Hand jetzt. Sägewerk, ja klar, jetzt ist natürlich der beim Sägewerk angekommen. Jetzt müssten wir eigentlich Holz aufladen. Wie immer. Das war knapp.
Ja, ich habe jetzt auch in den Kommentaren gelesen, dass in der neuesten Version der Karte Cranberry gar nicht mehr enthalten ist. Ich muss einerseits sagen, das finde ich schade. Ich fand die Idee von Cranberry ganz cool. Andererseits, um ehrlich zu sein, ja, ist die Textur so mittel, ne? Also muss man schon sagen. So, fahr mal bitte zum Hochparken. Ja, wir müssen fertig werden. Oh, was ist denn mit den Setzlingen passiert? Wir müssen Fertigwände verkaufen. Damit wir uns Hühner leisten können. Und da ist auch immer noch die ganzen Hackschnitzel. Ein, zwei Mal pro Folge müsst ihr da durch. Wir wollen ja auch Hühner haben. Bei uns hier auf der Straße baut jetzt jemand so ein Fertighaus. Also gefühlt hat er einen halben Frühling gebraucht, um seine Bodenplatte zu gießen, aber die Wände waren dann extrem zügig drauf und jetzt steht das ganze Haus schon quasi. Ist schon beeindruckend. Weiß immer nicht, wie das akustisch so ist. Ich denke mal, energietechnisch wird es schon in Ordnung sein, ansonsten hätte es irgendeiner verboten. Aber ich kann mir das akustisch immer nicht so ganz vorstellen, dass so vernünftig funktioniert. Schnell ist es auf jeden Fall. Also wenn man keine Lust hat, ewig und 3 Tage zu bauen, macht das natürlich durchaus Sinn. Insbesondere macht das Sinn, weil wir es ja verkaufen. Dann macht das dann doppelt Sinn. Ups. So. Ja, jetzt 3 passen leider nicht drauf. Also wenn wir in der Geschwindigkeit weiterspielen, dann dürften wir irgendwann so, keine Ahnung, im Oktober 2013 soweit sein, dass wir hier die Bäume fällen können. Taste L. So. Wir sind ja auch schon Ende der 70er in den Folgen. Ich habe mir für die Folge 100 tatsächlich was überlegt. Muss mal gucken, ob sich das so umsetzen lässt. Muss mal gucken. So, ZT, ZT, ZT. Du bist immer noch nicht da. Du bist hier, sehr schön. Okay. Okay. So. Dieses Speichern wird ihm präsentiert von John Deere. Könnt mir gerne mal Kommentare dalassen, was ich hier noch an Logos einbauen soll. Ein paar Buttons hätte ich hier noch. 78. Kurs aus Fahrzeug löschen. Kurs laden. Könnt ja auch irgendwie sowas machen, irgendwas mit Essen, so McDonald's oder so, dann kriegt man immer Hunger, wenn man hier Let's Plays guckt. Ah, er ist aber auch langsam, ne? Wie sieht denn das hier auch aus? Texturmäßig ist das nicht der beste Trecker. Vorsicht! So, dann geht er uns nämlich jetzt nicht ewig auf Keks hier. Machen wir noch ein bisschen sauber. Da kann er wieder los. Können wir gleich mal in die Zuckerfabrik gucken und in unser Silo, wie es da aussieht.
So, soll reichen. Drescher abfahren, Feld 7 und los. Jetzt dürfte. Ja, sehr schön. Muss entladen werden. Ja, der steht hier natürlich rum. So, was wollte ich gucken? Genau. Zuckerrüben. 126.000 im Silo. Zählen die hier mit zu? Zuckerrüben. Und nichts Genaues weiß man nicht, ne? Das wollen wir mal gucken. Nee. Da. Nee, also da zählt das aus den Produktionsgebäuden nicht mit zu. Also 126.000 Zuckerrüben im Silo und... Jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Ja, Zucker wird eingelagert. Brot wird im Moment nicht weitergemacht, weil Güter fehlen. Was ist da los? Ausgangsmodus ändern, verteilen. Die drei sind an, das passt. Das ist natürlich ärgerlich jetzt hier, ne? Kein Brot hergestellt. Holz haben wir noch 50, ist okay. Tomaten, Wasser haben wir 51, ist auch okay. So, Mischration, ja. Wasser ist okay. Butter geht so. So. Dann würde ich nämlich vorschlagen, wenn wir in der nächsten Folge die Bäume da mal platt machen. Damit da unser Hühnerstall hinpasst. Und die Zeit ist auch schon wieder rum. Ich mache das hier nochmal eben ganz kurz sauber. Bedanke ich mich schon mal fürs Zusehen. Und in einer der nächsten Folgen lasse ich mal meine Idee über die Folge 100 mal, werde ich dann mal kundtun und dann schauen wir mal. Also, das soll es für die Folge gewesen sein. Bis zur nächsten Folge, bis morgen sozusagen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.